Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Die Königin der Soßen läuft heute Abend. Also die läuft auch jetzt schon, aber wir gucken uns das ja immer abends an. Oh, Auberginen! Juhu, wir können wieder zum Gemeindezentrum. Wir schließen das langsam immer mehr ab. Das ist super gut. Hier ist was. Hier ist was vertrocknet. Warum? Oder sieht das nur so aus? Tja, weiß ich auch nicht. Ja, da gehen wir doch gleich nochmal zum Pierre und kaufen noch mehr Saat. Wir haben hier jetzt noch mehr Felder. Das ist super klasse. Ja, das machen wir. Und dann gehen wir noch zum Clint und verbessern unsere Spitzhacke. Das ist auch nicht schlecht. So, was brauchen wir denn fürs Gemeindezentrum, für die Speisekammer? Brauchen wir für das Bündel Nutzpflanzenherbst eine Aubergine? Ja. Könnt ihr haben. Könnt ihr haben. Kein Problem. Den Rest, das können wir alles noch nicht. Nee, ach, das würde ich auch gerne vollkriegen. Belohnung Gewächshaus, das ist super gut. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Gewächshaus da hinten dieses verfallene Gebäude wird. Dass das dann wieder irgendwie, ja, aufgebaut wird. Und, also hier, das hier. Genau, das da. Und, dann können wir doch mit Sicherheit... Guten Morgen, ihr zwei Lieben. Dann können wir doch mit Sicherheit auch im Winter dann Sachen anpflanzen. Das fände ich ja klasse. Das wäre absolut genial. So, die Mayonnaise-Maschinen befüllen. Ihr habt noch zu fressen. Wie geht's euch denn? Chuck Norris sieht ganz in Ordnung aus. Ja, so jeden Tag. Der sieht nicht schlecht aus, der Chuck. Ach, die Windböen, von denen gesprochen wurde. Das ist ja süß. Hier, ist richtig am Stürmen. So, was brauchen wir denn noch? Wir haben noch Platz für, für ganz schön viele Samen eigentlich. Boah. Dann gehen wir doch auch welche kaufen. So, die tun wir mal da rein und die auch. Und die auch. Und den Rest verschenken wir vielleicht. Außer die Melone und unser super hier Herbstfülle-Essen. Das verschenken wir nicht. So, ich glaube, in 5 Tagen hatte doch auch irgendjemand Geburtstag. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Sollen wir mal drauf gucken? Ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, wer das war. Hallo Vögelchen, ihr müsst keine Angst haben. So. Die Jody und bald die Abigail. Oh, die Abigail hat Geburtstag bald. Oh, 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 da müssen wir in die Mine. Wir brauchen einen Amethyst für die Abigail. Denn ich glaube, die habe ich hier schon alle geschenkt. Ich suche jemanden, der mir Kupfererz 30 Mal bringt, damit ich die örtlichen Minerale besser verstehe. Clint, 320 Gold bei Lieferung. Ja, ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Clint, okay, wir lassen die Spitzhacke heute nicht verbessern beim Clint. Wir gehen heute in die Mine, und zwar da, wo man Kupfererz finden kann. Der Clint will das hier ja immer wieder. Wir haben das noch nie erfüllt, weil wir auf den unteren Ebenen Kupfererz nicht mehr finden können. Wenn wir das jetzt erfüllen, dann kommt da bestimmt erstens mal was Neues und zweitens finden wir garantiert mal für die Abigail einen Amethyst. Denn die hat ja bald Geburtstag und da müssen wir ihr doch was schenken. Und dann gehen wir jetzt auch direkt in die Mine, dass wir hier Clints Erz da auch abliefern können. Kuhvergnügen? Was ist das denn? Mani will ihren Kühen einen besonderen Leckerbissen gönnen. Sie bittet dich um ein Bündel Amaranth. Ach ja, ich erinnere mich daran. Ja, Mani, das bringen wir dir, sobald wir es haben. Noch ist das nicht gewachsen bei uns. Sobald wir es haben, sollst du das dann auch sofort bekommen. Hier dürfen wir nicht rein, es ist noch nicht 9 Uhr. Schenken wir dem Linus eine Gewürzbeere. Der freut sich immer über alles. Auch über eine Gewürzbeere. Ich weiß nicht, was man mit Gewürzbeeren macht, aber der Linus weiß das schon. Hallo, Linus. Das ist ein großartiges Geschenk. Danke dir. Es geht doch nichts über ein Festmahl aus wilden Pilzen im Herbst. Ich weiß nicht. Ich mag Pilze nicht ganz so gerne. Finde die ganz okay, aber ich muss die auch nicht unbedingt haben. So, wir gehen in die Mine. Und wir gehen... Ja? Oh, ich wollte gerade gucken. Ich dachte schon, ich habe das Schwert jetzt nicht mit. Wir gehen aber einfach hier mal runter. Auf Ebene 1. Denn das geht ganz schnell. Und da finden wir bestimmt Clints Kupfererz am schnellsten. Und auch für die Abigail einen Amethyst. Und dann sammeln wir auch wieder Kohle und Stein und so. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und wir können hier noch so ein paar Viecher erledigen. Und die sind ja jetzt ein Kinderspiel. Das ist ja fast ein Witz. Ihr habt doch keine Chance. Oh, hier wachsen aber viele... Quarzkristalle. Okay. So. Ach, ist das schön einfach. Wenn wir erstmal eine bessere Spitzhacke haben, dann wird das wieder richtig schön in der Mine. Und ein besseres Schwert. Jo. Da haben wir die Leiter und noch eine Leiter. Ja. Nutzen wir beide.
So, rück die Amethyste raus. Die Abigail feiert Geburtstag. Und da haben wir auch schon Kupfererz. Wie viel wollte der Clint haben? Ich glaube 30. Ja? Ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen. Das ist ein bisschen viel. Da müssen wir mal gucken. Ob das klappt, weiß ich nicht. So, du kleiner Schleimball. Du musst auch dran glauben. Und das ist ja sogar super leicht hier. Da ist die Leiter. Super gut. So, hier ist nichts. Da ist die Leiter. Das ist gut. Da ist Kupfererz. Das ist noch besser. Und noch besser wären Amethyste. Denn wenn wir der Abigail was zum Geburtstag schenken, dann soll das doch auch bitte etwas sein, was sie richtig toll findet. Nicht irgendwie so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was wächst jetzt hier im Herbst? Irgendwie Brokkoli oder irgendwie sowas. Nee, das wäre ja nicht so schön. Senfkohl. Wir schenken Abigail einen dicken, fetten Senfkohl zum Geburtstag. Die wird sich riesig freuen. Nee, das machen wir natürlich nicht. Ich glaube, dann kommt die sich ein bisschen verarscht vor von uns. Ja, hier wächst nichts. So, aber eine Leiter. Ach Mensch, ist das einfach hier in der Mine. Also hier zumindest. Sonst eigentlich nicht so. Da ist Kupfererz. Das ist ja mittlerweile ein Kinderspiel für uns. Aber gut, wir haben ja auch die ganze gute Ausrüstung hier. So, dich nehmen wir mit. Und dich hauen wir platt. Und dich hauen wir auch platt. Ja, und das Fass nehmen wir auch noch mit. Da ist normales Holz drin. Ach ja. Hallo Käfer. Und tschüss Käfer. So. Ah, ein Topaz. Ja, haben wir auch noch was auf die Rübe. Und dann gehen wir auch noch eine Ebene tiefer. Wir sind jetzt aber... Wir rauschen hier ja durch. Das geht ja so unglaublich schnell. Dieses Gebiet wimmelt vor Monstern. Ja, da kann ich nur lachen. Das ist ein Witz gegen das, was wir hier erlebt haben letztens. Auf Ebene, weiß ich nicht mehr, 89 oder so. Das war richtig schlimm. So, du auch noch. Und da sind die dicken, fetten... Wo dann auch gleich noch ein paar rauskommen immer. Oder? Nö. Oh. Ach, guck mal. Die haben einen Amethyst verloren. Ach, diese kleinen Schleime, die tun mir ja irgendwie ein bisschen leid. Hm. Eine Kirschbombe. Oh, das ist schön. Da können wir irgendwas sprengen. So, weg mit dem Käferfleisch. Weg mit dem Harz. Der Amethyst. Ja, es hat geklappt. Wir haben einen Amethyst. Das ist schön. So, dann gehen wir auch. Ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Ja, habe ich gerade schon gesehen. Ach, da hat sich noch einer geöffnet. Naja, egal. Da ist auch gleich schon die nächste Leiter. Ist das, weil wir die Ebenen schon abgeschlossen haben, dass die Leitern einfach so da sind? Die waren doch sonst immer versteckt. Oder? Die waren doch sonst nicht einfach so einfach vorhanden. Dass man die nur finden musste. Die waren doch immer unter so einem Felsen versteckt. So, hier gibt es kein Kupfererz für den Clint. Wie viel haben wir denn schon? 40? Ach so, nee, ach nee, 40 haben wir ganz bestimmt nicht. Das ist, ja, jetzt vermischt mit dem, was ich einschmelzen wollte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel wir denn haben. Das ist ein bisschen schlecht. Na, das ist ein bisschen blöd. So, dreimal treffen reicht sogar bei euch. Manchmal sogar nur zweimal. Ach Mensch. Ihr armen kleinen Dinger, ihr tut mir richtig leid. Die sehen so süß aus, die Monster. Ich finde die so niedlich. So, dich auch noch. Da ist die Leiter. Gehen wir auch gleich runter. Auf Ebene 10. Mal eben einfach so durchgerauscht. Unglaublich. So. Das Kupfererz nehmen wir natürlich mit. Und ich wäre auch ganz dankbar, wenn es hier jetzt noch so ein paar Amethyste zusätzlich gibt. Wir haben ja gerade einen gefunden. Ich glaube, den hat aber nur ein Monster verloren. Ich glaube, den haben wir nicht abgeerntet. So, nochmal viermal Kupfererz und noch ein Schleimball. Und noch ein Amethyst. Ja! Super. So. So, hier ist jetzt nicht einfach die Leiter zu sehen, so wie das gerade war. Oder die kommt noch. Das kann natürlich auch sein. Da ist die Leiter. Super. So, dich nehmen wir noch weg mit hier. Und so ein Erdkristall nehmen wir auch mal mit. Ach so. Ach, ich hätte mal die Mayonnaise auch verkaufen sollen und so. Holz. Ja, weg mit dem Holz. So, Ebene 12. Ich bin echt erstaunt, wie leicht das jetzt geht. Aber gut, wir haben ja auch die richtig gute Ausrüstung. Und da ist ein Amethyst.
Super gut. Ach, die Viecher. Ach, die habe ich ganz vergessen. Gut, dass es die weiter unten nicht gibt. Da gibt es nur Fledermäuse, die nervig sind. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Hier ist nichts drin. Nö, da ist nichts drin. Aber die Leiter ist schon wieder da. Klasse. 4x Kupfererz. Ja, Mensch, wie viel hatten wir denn? Ich meine, wir haben das ja schon mal ausprobiert. Dann sind wir da hingegangen mit Kupfererz. Was wir so aus unserer Kiste genommen hatten. Und das wollte der Clint ja nicht haben. Der Clint wollte ja wirklich was, was wir hier abgeerntet haben. Hm. Wir essen mal so ein paar Grünalgen, glaube ich. Damit wir die Geode gleich mitnehmen können. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Energie wieder. Naja, so viel Energie bringt die nicht, aber ein bisschen. So, wo ist jetzt die Geode? Die haben wir schon aufgesammelt. Perfekt. So. Was war das jetzt für ein Rede mit Clint. Ja, wir haben genug. Super. Perfekt. Dann gehen wir jetzt noch einmal eine Ebene tiefer und gucken, ob es da noch irgendwas Tolles zum Holen gibt. Was haben wir hier? Hier ist nur ein Topaz, glaube ich, ne? Ah, da haben wir jetzt keinen Platz mehr für. Oh doch, das ging. Okay. Dann nehme ich den auch noch mit und Höhlenkarotten nehmen wir auch noch mit. Wir gehen noch eine Ebene tiefer und gucken, ob da noch irgendwo Amethyste wachsen oder irgendwas. Die nehmen wir dann noch mit. Ja, und das, ja, das Kupfererz nehmen wir auch noch mit. Was sollen wir das hier vergeuden? Wenn wir gerade einmal da sind, ist das ja nicht so schlimm. Ja, nerviges Viech hier. Ja, die sind nicht so süß. Sonst finde ich ja die ganzen Gegner bei Stardew Valley auch süß. Monsterjagdziel erreicht. Stand das da gerade? Ich habe das jetzt nur ganz kurz aus dem Augenwinkel gesehen. Irgendwas stand da mit Monstern. Können wir jetzt... Können wir jetzt zu Morris gehen? Oder heißt der Morris? Ich glaube, der heißt Morris. Morris gehen und, uns irgendeine Trophäe oder irgendwas abholen, weil wir genug Tiere hier, genug Monster platt gemacht haben. Da müssen wir gleich mal gucken. Die haben ja auf bis 22 Uhr. Die guten Abenteurer hier. Da gehen wir auch. Ja, wir gehen hier einfach runter. Und gehen dann, ja, einen Blick riskieren wir. Nö, da ist jetzt nichts auf dem ersten Blick. Dann gehen wir gleich wieder hoch und verlassen die Mine. Oh Mann, da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann haben wir für den Clint das endlich mal gesammelt. Dann kommt da vielleicht mal ein neuer Auftrag. Das fände ich ganz schön. Und hier, das haben wir offenbar auch abgeschlossen. Also zumindest irgendwas davon. 125 Höhleninsekten. Super, was gibt's denn jetzt? Hallo Gil. Was ist das? Ein Insektenkopf. Schwertstufe 6. Nicht gerade angenehm zu schwingen. Oh. 10 bis 20 Schaden plus 2 Geschwindigkeit. Ja, es ist ein bisschen besser als unseres, aber unseres hat dafür mehr Verteidigung. Ja, gut, okay. Ich will mich nicht beklagen, es ist tatsächlich ein bisschen besser als das, was wir haben. Das ist doof, jetzt müssen wir was wegschmeißen. Dann schmeißen wir den Stein weg. Ja, so machen wir es. Hallo, Gil. Du verkaufst hier deine ganzen guten Schwerter. Ja, das Knochenschwert, das hätte ich ganz gerne. Ein sehr leichter Teil eines geschärften Knochens. Mhm. 6000. Poch. Aber plus 2 Gewicht, was heißt das? Plus 2 Gewicht. Sind wir dann langsamer oder was heißt das? Mit Eisenmaschen verstärkte Kampfstiefel. Das ist auch nicht schlecht. Rubinring erhöht Angriff um 10%. Ach, das ist alles nicht schlecht. Oder Insektenkopf. Das ist das, was wir gerade hatten. Das kostet ja 10.000. Das ist doch arschig bei Stardew Valley. Das kostet 10.000, wenn wir das kaufen würden. Und wenn wir das verkaufen wollen, dann bekommen wir 300. Ja, da fühlt man sich schon so ein bisschen veräppelt. Egal. Wir gehen jetzt zum Clint und schließen den Auftrag ab. Dann freut er sich. Denke ich. Weiß ich nicht. Gibt das auch Freundschaftspunkte? Bestimmt. Dann freut er sich und, ja, wir haben mal was Neues da auf dem schwarzen Brett. Dieser Auftrag vom Clint mit dem Kupfererz, das kommt ja immer wieder. Und ich glaube, das ist jetzt nicht, weil der, oh, da lief die Maru, egal. Weil der Clint so penetrant ist oder so. Ich glaube, das kommt einfach immer wieder, wenn wir das nicht abschließen. Schätze ich zumindest, ich weiß das nicht. Wahrscheinlich kommt es dann jetzt auch, ja, wahrscheinlich will er demnächst dann Silbererz oder sowas untersuchen. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wir werden es nur durch Ausprobieren erfahren. So, was gibt's hier im Müll bei euch? Da gibt es nichts. Dann gehen wir doch mal rein. Hallo ihr. Hallo Clint. Du hast die Erze gebracht, die ich haben wollte. Ja, danke dir.
Diese Erze scheinen von guter Qualität zu sein. Du kannst sie natürlich behalten. Ich wollte nur sehen, wie es in der örtlichen Geologie so läuft. Mhm. Und hier deine Bezahlung, so wie versprochen. Ja, danke, Clint. Was haben wir denn bekommen von dir? Also kein Job oder so. Ja. Was haben wir denn bekommen? 320 Gold. Ja. Und Clint wird zufrieden sein. Alles super. Da hast du keinen Job oder so. Ich fürchte, der Clint mag uns nicht ganz so gerne. Kann das sein? Wohl, er hat uns letztens ja sogar den Goldbarren geschenkt. Der Clint ist halt ein harter Kerl. Ja, 3 Herzchen haben wir bei ihm. Das ist auch nicht schlecht. So, der Shane ist nicht in der Kneipe. Es ist Abend und er ist nicht in der Kneipe. Vielleicht spielt er mit der Jess zu Hause. Hallo, Mani. Ach, ich war heute nicht sehr produktiv. Ja, ist doch nicht so schlimm. Kann man auch nicht immer sein. Hallo, Pam. Pam scheint abgelenkt. Lass sie gerade besser alleine. Ja, die ist abgelenkt hier von ihrem Bier. Haben wir was für sie? Nö. Nö, haben wir nicht. Hallo, Gas. Hallo, Ippi. Ich bin froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Mhm. Willst du hier so eine, was ist das? Eine Lachsbeere haben? Nein, nein, nein. Oh. Ich glaube, die sind nicht so gut. Emily, willst du eine Lachsbeere haben? Entschuldige, Ippi, ich mag das nicht. Oh. Okay, Lachsbeeren sind nicht das Beliebteste. Das sollte man sich mal merken. Ach Mensch, das weiß man ja immer nicht. Nichts geht über einen sonnigen Sonntag, um die Laune zu heben. Mhm. So, dann gehen wir auch wieder nach Hause. Wir haben heute unsere Aufgaben ganz gut erfüllt. Ich bin ganz zufrieden mit mir. Ich finde das nicht schlecht, mal abgesehen von den Geschenken, die wir gerade gemacht haben. Die waren Reinfall. Gucken wir doch mal, ob wir bei der Mani noch ins Haus können. Oh, hallo Abigail, was machst du denn so spät hier? Was soll ich heute tun? Ah, ins Bett gehen. Ich denke darüber nach, meine Haare wieder zu färben. Was meinst du? Färbe sie schwarz? Warum nicht blond? Wie wäre es mit einem krassen Pink? Ich mag deine Haare so, wie sie sind. Ja, ich finde, der Abigail steht das. Ich mag Abigails Haare. Natürlich würdest du sowas sagen. Ja. Aber ich mag die wirklich. Das sieht ganz gut aus bei dir. Guck mal. Wir haben doch auch wieder was mitgebracht für dich. Ich liebe so Zeugs. Ernsthaft, du bist echt super, MP. Ja. Ja, ja, was man sagt, sagt man falsch bei manchen Leuten. Ich wollte doch mal gucken, deshalb gehen wir jetzt hierher, ob der Shane jetzt bei der Jess sitzt und vielleicht auf die aufpasst oder spielt. Aber wir dürfen da nicht rein, ne? Ist verschlossen. Nur bis 18 Uhr, schade. Ob der da jetzt aufpasst auf die Jess oder so, weil der ist ja heute mal nicht in der Kneipe. Und der Shane, der ist sonst ausnahmslos wirklich jeden Tag in der Kneipe. Also das hat sich schon gebessert mit dem Shane. Das finde ich nicht schlecht. So. Ach Mensch, hier dieses Unkraut macht uns immer unsere Wege kaputt. Das finde ich blöd. So, vielleicht sollte ich da auch die Sense lieber nehmen. Das ist vielleicht schlauer und geht schneller. Machen wir mal hier am Wegesrand so ein bisschen Ordnung, damit das nicht ständig passiert. Weil es ist blöd, wenn immer die Straße hier kaputt geht. Wie kann so ein Busch überhaupt eine Straße kaputt machen? Das finde ich sehr unlogisch. Aber gut. So. Dann ist hier jetzt auch ein bisschen Ordnung am Straßenrand. Das kann doch nicht schaden. So, den machen wir auch weg, ehe der sich noch auspflanzt. Und ja, Marmelade ist fertig. Wir verkaufen erstmal Zeug. So. Ja, das kann weg. Und die Lachsbeere mochte keiner, aber die haben wir auch. Wir haben gar keine mehr. Die Brombeere kann weg, die Höhlenkarotten können weg. Aubergine mit Sternchen. Ein saftiger und gesunder Verwandter der Tomate, gebraten oder geschmort, besonders lecker. Ja, wir tun es jetzt erstmal weg. Ich weiß nicht, wem das gefällt. Schleim behalten wir mal. Daraus kann man ja meistens noch irgendwas machen. Die Mayonnaise können wir aber noch verkaufen. Okay, alles klar. So, und dann verkaufen wir noch die Marmelade. Dann haben wir wieder eine Menge Geld. Und ich glaube, es wird Zeit für den weiteren, für den nächsten Stall. Ja, ich glaube, das wird... warum gucke ich denn jetzt in den Briefkasten? Ich will doch hier zur Kiste vom Bürgermeister. Wo ist sie denn? Da ist sie, die Marmelade. Und dann tun wir auch gleich noch die Melonen in die Erdbeerfässer. Nein, die Marmeladenfässer natürlich. Nein, ich will die nicht essen. Ich will die da reintun. Ich will die aber nicht da reintun. Ich will die hier reintun. So. Kupferbarren sind fertig. Wie viel Kupferbarren haben wir denn dann jetzt? Wir haben 3 im Inventar. Und 3 hier. Wir brauchen 5, um was zu verbessern. Dann verbessern wir morgen unsere Spitzhacke. Ja, so machen wir das. Wir gehen morgen auf jeden Fall zu dem Clint und verbessern unsere Spitzhacke. Das ist langsam mal nötig. Das finde ich gut, das machen wir auch so. So, die Bomben, die nehmen wir mit in die Mine, wenn wir zum nächsten Mal dahin gehen. Topaz, ja, den können wir noch irgendwem schenken. Und den Honig hätte ich verkaufen können. Habe ich aber vergessen. Ist nicht so schlimm. Egal.
Obwohl, ach, gehen wir nochmal eben. Ich habe der Katze nichts zu trinken gegeben. Warum vergesse ich das immer? Ich bin mir sicher. Wenn ich die Katze füttern müsste und nicht einfach nur da das Wasser voll machen müsste, dann würde ich daran denken. Aber so an das Wasser, da denkt man nicht immer dran. Das ist echt traurig. Tut mir leid, du Kleine. Ja, entschuldige. So, die Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht diese Woche ist Tortillas. Wie viele von euch verdrücken gerade ein Fertigburrito aus der Mikrowelle, während sie meine Sendung schauen? Schämt euch. Ihr könntet genauso gut eure Bohnen in einen alten Putzlappen wickeln. Hört mir gut zu. Wenn ihr einmal meine frischen, rustikalen Mais-Tortillas probiert, könnt ihr nie wieder zurück. Du hast gelernt, wie man Tortilla macht. Ja, super. Das ist bestimmt lecker. So. Was machen wir denn? Wir probieren jetzt einmal das Schwert hier aus. Aber nicht am Slivki. Ja, okay. Das ist ein komisches Schwert, ne? Das sieht seltsam aus. Ja, das ist ein bisschen schneller, das andere Schwert, glaube ich, was wir haben. Aber... Oder? Nee. Ach, wir probieren das mal aus. Wir lassen das alte Schwert mal hier. So, und probieren das neue aus. Das macht ein kleines bisschen mehr Schaden. Und dann gehen wir mal ins Bett. Oh, Kampfstufe 6 plus 5 LP. Das ist schön. Neues Herstellungsrezept. Schleimeierpresse. Was kann man denn damit machen? Neues Herstellungsrezept. Knoblauchöl. Ja, das will ich gar nicht haben, das Knoblauchöl. Das klingt ein bisschen eklig. Okay. Die haben aber auch viel gebracht. Meine Güte, wir müssen morgen mal was investieren. Wir gehen zum Clint und vielleicht gehen wir auch sogar noch zu Robin und bauen uns irgendwas. Da müssen wir mal schauen. Ja, ich glaube, das machen wir. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis morgen. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis dann.